In einer Zeit, in der Geburten sehr riskant waren, brachte Nofretete 6 Kinder auf die Welt. Bethany Hughes sucht nach Spuren der Kinder, um vielleicht auf diesem Wege an genetisches Material zu kommen. Das ist eines der schönsten Porträts der Nofretete. Denn das ist sie, Nofretete als Frau. Sie wiegt ein Baby in ihrem Schoß und lässt sogar eine ihrer Töchter mit ihrem Haarschmuck spielen. Das ist also die echte Nofretete. Eine ganz normale Mutter. Es gibt aber ein Problem für das königliche Paar. Sie haben nur Töchter und keinen männlichen Thronfolger. Abbilder der Familie zeigen, dass sie ein Leben in einer Stadt des Wohlstands und Überflusses führten. Die Ausgrabungen eines altägyptischen Friedhofs in Amarna durch Barry Kemp weisen jedoch auf Brüche dieser Idylle hin. Das ist ein großer Friedhof. Hier liegen mindestens 2000 Menschen. Und die Gräber bergen eine Überraschung. Es sind nur junge Menschen. Das sind Menschen, die eigentlich am kräftigsten und gesündesten sein sollten. Sie sind 15 bis 20 Jahre alt. Das ist ein Muster, das in der Geschichte nur bei Epidemien vorkommt. Hughes und Kemp suchen unter den Opfern nach königlichen Familienmitgliedern. Hier ist das Grab, das für eine der Töchter von Nofretete gedacht war. Man sieht, dass sich die ganze Familie in tiefer Trauer befindet. Nofretete erscheint nicht mehr als die machtvolle Königin. Sie ist eine Mutter, die verzweifelt den Tod ihrer Tochter betrauert. Man hat den Eindruck, dass sich die Dinge nun in eine andere Richtung entwickeln, hier in Amarna. Nofretete hat 6 Töchter zur Welt gebracht. Nun sind es nur noch 5. In den Wandreliefs ist jedoch noch ein weiteres Bild eingraviert. Es zeigt die Familie mit einem kleinen Jungen. Hatte Nofretete doch noch einen Sohn bekommen? Ist sie Tutanchamuns Mutter? Echnaton war der Vater Tutanchamuns und der Ehemann von Nofretete. Reicht das als Beweis, dass sie die Mutter des kleinen Prinzen war? Ein DNA-Test hatte bewiesen, dass die anonyme Mumie im Kairoer Museum Tutanchamuns Mutter ist. Ist sie also Nofretete? Es liegt nahe, aber es gibt noch keinen Beweis. Im Labor in Kairo haben die Wissenschaftler von allen 3 weiblichen Mumien DNA-Proben entnommen. Und sie machen eine Entdeckung. Das ist perfekt. Sieh dir das an. Unglaublich. Wunderbar, oder? Perfekt. Eine Entdeckung, die bedeutend genug ist, um eine Pressekonferenz einzuberufen. Journalisten aus aller Welt kommen ins Kairoer Museum. Ich möchte über eine bedeutende Entdeckung berichten. Keiner außer den engsten Mitarbeitern weiß, worum es geht. Und alle warten gespannt auf die Enthüllung. Im Museum kursieren Gerüchte. Hawass hatte mit Hilfe von DNA-Analysen schon die Mutter von Tutanchamun identifiziert. Konnte er nun herausfinden, dass diese Mumie Nofretete ist? Die Wahrheit ist für alle überraschend. Ich möchte über eine bedeutende Entdeckung berichten. Wir können nun bestätigen, dass diese Mumie nicht Nofretete ist. Die DNA beweist es. Das ist Tutanchamuns Mutter. Aber sie ist nicht Nofretete. Das Genmaterial zeigt eindeutig, dass sie die Tochter Königin Tejes und des Königs Amenophis III. Ist. Den Historikern ist auch bekannt, dass dies nicht Nofretetes Eltern sind. Tutanchamuns Mutter könnte Nofretetes Cousine sein. Aber selbst das ist nicht hundertprozentig sicher. Eines kann jedoch als gesichert gelten. Die Mumie ist nicht Nofretete. Aber sie ist die Mutter von Tutanchamun. Nun die Überraschung. Die DNA beweist, dass Tutanchamuns Mutter und Vater Bruder und Schwester sind.
Inzestuöse Verbindungen waren nicht ungewöhnlich in königlichen Familien. Zur damaligen Zeit war das gesellschaftlich nicht problematisch, außer vielleicht für Nofretete, die nicht den ersehnten männlichen Thronfolger zur Welt gebracht hatte. Das war eine grausame Zeit für Nofretete. Sie hatte eine ihrer geliebten Töchter verloren und musste mit der Tatsache zurechtkommen, dass ihr Mann von seiner Schwester den Sohn und Thronfolger bekommen hatte. In vielerlei Hinsicht eine tragische Geschichte. Niemand weiß, wie Tutanchamuns Mutter gestorben ist. Aber was auch immer geschehen war, Nofretete sah nun eine Gelegenheit, ihre Macht zu sichern. Sie nimmt sich des Jungen an und er wächst mit seinen 5 Halbschwestern zusammen auf. Um ihre Macht zu erhalten, arrangiert die Königin eine weitere königliche Heirat. Anchesenamun war eine ihrer schönen Töchter. Man weiß, dass sie die Ehe mit Tutanchamun arrangiert hat, um sich auch ohne leiblichen Sohn die Nachfolge in der königlichen Blutlinie zu sichern. Nofretete ist Tutanchamuns Stiefmutter und Schwiegermutter. Und sie wird die Großmutter von seinen Kindern sein. Eine Tatsache, die Sachihawas auf einen neuen Gedanken bringt. In Tutanchamuns Grab sind 2 kleine Mumien entdeckt worden. Sie könnten die DNA-Information enthalten, nach der er sucht. Diese beiden Särge sind von Howard Carter in der Schatzkammer des Grabes von Tutanchamun gefunden worden. In ihnen lagen 2 Fötusse. Wir fanden heraus, dass es sich hier um die Töchter des Königs handelte. Töchter von Tutanchamun und seiner Frau wären blutsverwandte Enkel von Nofretete. Auch die DNA bestätigt, dass es sich um die Kinder Tutanchamuns handelt. Das sind also Nofretetes Enkelinnen. Nun will das Team die mitochondriale DNA entschlüsseln. Den genetischen Code, der in der weiblichen Linie von Nofretete zu ihrer Tochter, Tutanchamuns Frau, und an ihre Enkelinnen weitervererbt wurde. Das ist großartig. Wir haben 3 Schlüsselfiguren, um Nofretete zu finden. Mit dem genetischen Material von Nofretetes Enkeln könnten sie Nofretete identifizieren. Jetzt müssen sie ihre weibliche DNA extrahieren. Das ist schwierig. Die Fötusse sind in einem schlechten Zustand. Sie sind klein und stark fragmentiert. Die zierlichen Mumien bieten den Forschern nur wenig Material. Und jahrtausende alte mitochondriale DNA ist äußerst schwierig zu entnehmen. Das Genmaterial kann leicht verunreinigt werden. Die Analyse stellt sich kompliziert dar. Aber diese Fötusse sind vielleicht die einzige Chance, eine genetische Spur zu Nofretete aufzunehmen. Ich bin sicher, dass wir am Ende sagen können, ob wir Nofretete gefunden haben oder nicht. Die Heirat ihrer Tochter mit Tutanchamun zeigt, dass Nofretete die treibende Kraft in Fragen der Machterhaltung ist. Aber ihr Leben nimmt eine unvorhergesehene Wendung. Die letzten Hinweise auf sie stammen aus dem 12. Regierungsjahr Echnatons. Danach verschwindet sie. Nachdem Nofretete auf dem Höhepunkt ihrer Macht angekommen war, verschwand ihr Name aus allen historischen Aufzeichnungen. Normalerweise weist das auf den Tod einer Person hin. Doch der war zu dieser Zeit wohl noch nicht eingetreten. Diese besondere Frau nahm vermutlich eine völlig neue Rolle ein. Ein historisch außergewöhnliches Ereignis. Sachihawas hat immerhin 2 Blutsverwandte von Nofretete identifiziert. Die Fötusse aus Tutanchamuns Grabkammer bergen möglicherweise die notwendige Geninformation, mit der auch die Mumie Nofretetes identifiziert werden könnte. Aber die Wissenschaftler haben Probleme, ausreichend brauchbare DNA zu extrahieren. Sie sind schlecht erhalten. Empfindliches Material. Ein zusätzliches Problem. Mittlerweile hat Hawass seine Liste mit potenziellen Kandidatinnen auf die 2 Mumien aus der Grabkammer KV21 reduziert.
Alles untersuchen. Aber auch bei diesen Mumien lässt sich das Genmaterial nur schwer extrahieren. Bisher haben wir keine vollständige DNA. Die brauchen wir aber für statistisch verwertbare Ergebnisse. Endlich. Das Ergebnis scheint vielversprechend. Die bisher vorliegenden DNA-Daten ähneln stark den Daten der restlichen Familie. Wir komplettieren jetzt die DNA-Profile.